Hallo und herzlich willkommen zu meiner neuen Buchrezension. Ich habe vor wenigen Stunden ein Buch zu Ende gelesen und ich weiß noch gar nicht genau, wie ich diese Rezension angehe, weil es ein bisschen komplexer ist. Aber erstmal, es geht um dieses Buch hier, James Frey, Endgame, die Auserwählten. Ist aus dem Oetinger Verlag und der Hardcover hat gekostet 19,99 € und Empfehlung ab 16 Jahren. Das ist der erste Teil. Und damit kommen wir schon erstmal zu einer Frage, die ich an euch habe. Wisst ihr, wie viele Teile es geben wird? Ich gehe davon aus, dass es eine Trilogie ist, bin mir aber nicht sicher. Und ihr kennt euch da immer so super aus und ihr wisst vielleicht auch, wann der zweite Teil rauskommt. Und ich kann schon mal so viel sagen, den werde ich lesen. Ich denke, viele von euch werden von Endgame schon gehört haben. Es gab ja sehr, sehr viel Werbung im Vorfeld, auch gerade im Internet. Ich habe dann bei vielen auf Instagram gesehen, schon bevor ich das Buch hatte, dass sie das Buch hatten. Und einige haben das Buch zwischenzeitlich zur Seite gelegt, weil sie nicht so richtig damit klarkamen. Und da hatte ich schon Angst, dass es mir nicht gefällt, aber diese Angst war total unbegründet. Bevor ich auf die Geschichte und das Buch an sich eingehe, gehe ich erstmal darauf ein, dass das ja nicht nur ein Buch ist. Denn dieses Buch ist auch irgendwo ein Schlüssel zu eventuell 500.000 Dollar in Gold. Ich kann euch gleich sagen, ich werde mich auf diese Suche, auf diese Suche nicht begeben, auf dieses Rätsel nicht einlassen, weil ja, das einfach nicht so mein liebstes Hobby ist. So Rätsel knacken und so ist nicht so mein Ding, aber ich finde die Idee dahinter ganz cool. Denn in diesem Buch befinden sich Links zu Krypto-Rätseln, die man dann lösen kann. Das Buch gibt auch noch einige Hinweise dazu, wenn ich das richtig verstanden habe. Und mit ein bisschen Glück kann man dann halt diese 500.000 Dollar in Gold irgendwie absahen. Mich würde dann mal interessieren, ich hoffe, das ja, vermittelt dann irgendwie der Verlag mal, ob es jemand geschafft hat und ob jemand diese 500.000 Dollar gefunden, gewonnen hat, wie auch immer. Und ja, es gibt halt so eine Auflistung, das möchte ich euch gleich mal zeigen. Also erstmal natürlich der Goldschatz in Goldmünzen. Dann gibt es zu Endgame noch ein Mobile Game, also das Location-Based Mobile Game, also ein Handyspiel. Dann gibt es halt noch diese Krypto-Rätsel, die ich gerade erwähnt habe. Und wie gesagt, Hinweise im Buch führen zu diesem Krypto-Rätsel im Internet. Dann wird das Buch noch verfilmt werden, nämlich ab 2016 wird der Film in die Kinos kommen. Werde ich mir auf jeden Fall angucken und werde ich mir auch mit meinem Mann angucken, weil das auch was für ihn sein wird. Und dann hier oben gibt es natürlich das Buch, das erstmal natürlich der Mittelpunkt dieses ganzen Endgame-Universums ist. Den Autor könntet ihr eventuell kennen, der hat zum Beispiel Ich bin Nummer 4 geschrieben. Ich habe jetzt, muss zu meiner Schande gestehen, ich habe nur den Film gesehen. Dadurch konnte ich das Ganze ein bisschen einordnen. Der Autor hat aber auch geschrieben 1000 kleine Scherben, Strahlend schöner Morgen und Das letzte Testament der Heiligen Schrift. Die sagen mir nun gar nichts, aber wie gesagt, Ich bin Nummer 4, da ja, kenne ich zumindest den Film. Und ja, kommen wir zum Inhalt von Endgame. Oh Gott, es ist so komplex. Ich hoffe, ich kann das einigermaßen rüberbringen. Im Grunde gibt es 12 Spieler. Das sind alles Jugendliche von 13 Jahren bis, ich glaube, ich weiß gar nicht, was das Höchstalter ist. 18, 19, 20, 21, irgendwie so. Aber jedenfalls, das Mindestalter ist 13. Und diese Spieler wurden seit ihrer Geburt auf Endgame vorbereitet. Also die mussten Schmerzen und Entbehrungen über sich ergehen lassen. Die mussten morden, Kampftechniken lernen, mit Schuss- und Stechwaffen umgehen, Rätsel lösen. Ja, die wurden halt wirklich getrimmt. Jeder dieser 12 Spieler hat aber ein anderes Leben geführt. Also einige sind ganz normal zur Schule gegangen, andere haben komplett isoliert gelebt, ohne Familie. Andere ja, sind einfach nur noch blutrünstig und auf das Töten fokussiert. Also wirklich 12 unterschiedliche Charaktere und viele interessante Charaktere. Leider sind am Ende dieses ersten Teils einige interessante Charaktere schon tot, was ich sehr schade finde. Ja, aber was ist Endgame eigentlich? Fangen wir mal so an. Dieses Buch
basiert darauf, dass die Menschheit nicht durch den Urknall oder durch Gott erschaffen wurde, sondern von Aliens. Denn diese Aliens brauchen Gold und die Menschen wurden erschaffen, um dieses Gold für die Aliens abzubauen. Sie wurden mit allem möglichen Wissen und Fertigkeiten ausgestattet, das wurde ihnen gelehrt. Und ja, und diese Aliens haben jetzt beschlossen, dass die Welt übervölkert ist und dass die Menschheit ihr Glück, ja, ihr Glück auf dieser Welt zu sein und das zu haben, was sie haben, nicht mehr wertschätzen. Deswegen haben diese Aliens beschlossen, dass Endgame beginnen soll. Und am Ende von Endgame wird einer dieser 12 Spieler überleben, wirklich nur einer. Und das Geschlecht dieses Spielers wird als einziges der Menschheit überleben. Das heißt, die Menschen werden extremst minimiert werden. Es werden Milliarden von Menschen sterben. Das Ganze beginnt mit 12 Meteoriteneinschlägen an den Orten, wo die Spieler leben. Und ja, die Spieler wissen von da an, es geht los, Endgame hat begonnen. Die Spieler müssen jetzt 3 Schlüssel finden und wer am Ende alle 3 Schlüssel hat und die anderen 11 Spieler tot sind, der hat dann halt gewonnen. Ja, im Laufe dieses ersten Teils, also im ersten Teil wird halt der erste Schlüssel gefunden, vermeintlich, glaube ich. Das Ende ist da ein bisschen kurios, konfus. Auf jeden Fall im ersten Teil dieses Spiels sterben, glaube ich, 4 Spieler. Ich glaube, es sterben 4 Spieler. Es sind also am Ende noch 8 übrig. Es bilden sich Bündnisse, einige ernst gemeint, andere wieder nur zweckmäßig. Und was ich aber am spannendsten finde, ist, dass einige Spieler auf Dinge stoßen, die sie dieses ganze Endgame hinterfragen lassen. Ob es wirklich so ist, wie es scheint, ob das alles rechtens ist. So. Und das ist der Teil des Buches, der für mich am interessantesten ist. Nicht das Endgame an sich, wo es um Rätsel lösen und töten geht, sondern das Versteckte dahinter, dieses, ja, ob es nicht noch einen anderen Weg gibt als den, den die Aliens jetzt hier einschlagen. Und das ist auch der Grund, warum ich unbedingt den zweiten Teil, hoffentlich zeitnah, lesen möchte. Also ich kann euch dieses Buch wirklich nur empfehlen. Mir hat es sehr, 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 sehr gut gefallen. Es war etwas komplett anderes. Ich habe noch nie etwas Ähnliches gelesen. Es ist eine super Idee. Es gibt halt sehr, sehr viele Zahlen und Rätsel und Hinweise, mit denen ich jetzt absolut nichts anfangen kann, die wahrscheinlich dann etwas mit diesen Kryptorätseln zu tun haben. Das habe ich jetzt komplett außen vor gelassen, weil mich das einfach nicht interessiert. Mir reicht die tolle Geschichte. Und ich werde das Buch jetzt noch nach meinen üblichen Bewertungskriterien benoten. Dem Inhalt gebe ich eine 2, weil es muss ja noch Raum nach oben offen sein. Die Aufmachung bekommt auch eine 2, gefällt mir sehr, sehr gut. Das ist keine glatte Oberfläche, das ist so angeraut mit Schriftzeichen und Zahlen und ja, und dieses Symbol, also es gibt halt auch sehr, sehr viele Symbole in diesem Buch. Gefällt mir gut, Gold, ja, wahrscheinlich wegen dem Gold, das man am Ende gewinnen kann, eventuell. Suchtfaktor bekommt auch eine 2. Also ich würde sehr, sehr gerne jetzt den zweiten Teil in die Hand nehmen, was wahrscheinlich erst im nächsten Jahr möglich sein wird. Ich hoffe, ihr könnt mir sagen, wann. Romantik kommt auch nicht zu kurz. Sehr, 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 sehr unterschwellig. Gebt dem Ganzen aber meine 2-, hat mir sehr gut gefallen. Glaubwürdigkeit. Glaubwürdigkeit. Eine 3. Was mir so ein bisschen Probleme bereitet, sind diese Aliens, die uns auf die Erde gebracht haben. Ich hätte mich eher mit dem Gedanken anfreunden können, dass wirklich irgendeine Gottheit entscheidet, die Welt ist überbevölkert und hier muss was passieren. Schreib, sie bekommt auch eine 2, mir sehr gut gefallen. Und deswegen überlege ich wirklich, irgendwie nochmal ein Buch von James Frey zu lesen. Also falls ihr mir da was empfehlen könnt, freue ich mich auf eure Kommentare dazu. Lesespaß bekommt auch eine 2+, weil ich habe das auch in kürzester Zeit, diese 580 Seiten gelesen, weil das ging auch total flugs, hat sich super hintereinander weggelesen, super toll. Und deswegen bekommt das Preis-Leistungs-Verhältnis auch eine 2 von mir. 20 € für so ein dickes Hardcover-Buch sind sogar noch okay. Man bezahlt ja mitunter schon 25 Euro.
Und es ist wirklich ein Buch, was richtig, richtig Spaß macht. Wenn man dann auch noch so ein Typ ist, der sich für Rätsel interessiert und sich dann an diese Kryptorätsel macht, ist es ja natürlich noch viel, viel wertvoller. Ich werde mich damit nicht beschäftigen. Ich kenne auch niemanden, der sich mit sowas beschäftigen würde. Schreibt mir mal in den Kommentaren, wenn ihr das Buch gelesen habt, ob ihr irgendwas mit diesen Kryptorätseln gemacht habt oder ob ihr euch das Handyspiel runtergeladen habt oder so. Ich verlinke euch auf jeden Fall den Verlag und auch das Buch unten in der Infobox. Ich freue mich jetzt riesig auf eure Kommentare und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!